Moin Leute, grüßt euch. So, 9 Uhr jetzt. Sven hat mich gerade abgeholt. Wir sind am Start hier. Wir holen jetzt erstmal die Karre ab. Das Gute ist, wir wollten erst ohne Hänger kommen. Ja, ich sag mal so, ne? Das wäre jetzt nicht ganz so geil gewesen. Auch wenn es nur, ich weiß gar nicht, 20 Minuten Fahrt sind von Bielefeld. Aber nach Bad Salzuflen, aber das wäre auf jeden Fall eine ziemlich brutale Nummer geworden. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dann nochmal kurzfristig was anderes zu organisieren. Wir machen heute mal so ein bisschen Vlog wieder. Das heißt, wir nehmen euch einfach mal mit. Wir gucken gleich, dass wir uns den erstmal die Karre abholen, dann den Stand quasi aufbauen von How Dirty. Und ja, gucken wir mal, was wir so aufnehmen können. Und dann wünsche ich allen erstmal, weil wir hoffen, dass wir eine ziemlich geile Messezeit haben. Und ja, wird auf jeden Fall eine geile Sache, denke ich. Leute, rinjahauen, bis gleich. So, wir sind jetzt da. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Karre hier verladen. Parksituation ein bisschen schwierig und es ist natürlich auch Schnee am Start. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber das kriegen wir schon hin. So, da ist das gute Stück. Dann gucken wir, dass wir die mal verladen kriegen, ne? Ja, das wird jetzt was. Passt. So, Karre ist verladen, das war jetzt ein ganz schönes Drama nochmal. Fast einmal hingelegt, dann kam noch so ein Affe, wir hatten es da richtig vom Hof gejagt. Super Delfin. Ja, super Delfin. Wo wir vorher gefragt haben, haben wir gerade schon gesagt. Also irgendwie geht mittlerweile so ein bisschen die Menschlichkeit verloren. Naja, so ist es halt. Davon lassen wir uns jetzt nicht aufhalten. Wir fahren jetzt direkt zur Messe. Und dann gucken wir mal, dass wir Krischi gleich erreichen. Und Tina und der Rest der Bande. Und dann ja, wird der Stand aufgebaut. Ne? Bis gleich. So Leute, nach ein bisschen Drama haben wir es auch geschafft. Einen richtigen Parkplatz gefunden. Jetzt werden wir die Karre rüberfahren. Und dann gucken wir uns mal erstmal die Messe an, wie es aktuell aussieht. Das ist nämlich auch sehr interessant, wir waren gerade schon mal drin, ist nämlich immer so ein Thema, dann auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen mal zu schauen, ne? Wie das alles aufgebaut wird und so weiter. Eine Sache ganz wichtig noch, die Prominenz ist auch schon da, Bam Bam am Start, den sehen wir gleich. So, jetzt gehen wir erstmal zum How Dirty Stand, gerade noch einen sehr bekannten Menschen aus der Szene getroffen hier. Und jetzt gehen wir erstmal zum Stand, checken mal die Lage ab. Und dann geht's rund. So, hier ist das Ding. Hey, what you need, yeah? Man, I got it, wow. What you say, hey? We about it, get the cream, yeah. Why you slacking? Why you talking out the top, boy, you capping? What you need, hey? Why you capping up? Feel like a rubber band, I've been snapping up. Yeah, I've been up here with my team, so you know this what I mean. We been going up like NASA, bro. Run it up, I swear we getting these numbers up. They saw me back, then I'm coming up. I'm about to mess y'all summer up. Been in the lab like all day. I hit a J like Beyonce. I saw him coming from far away. We need it all way. Hey, what you need, yeah? Man, I got it, wow. What you say, hey? We about it, get the cream, yeah. Why you slacking? Why you talking out the top, boy, you capping? What you need, hey? Yeah, I got it, with the team, yeah. We about it, get the cream, yeah. Why you slacking? Why you talking out the top, boy, you capping? Also Leute, es ist jetzt 11 Uhr oder kurz vor 11, eine Minute vor 11, es geht jetzt los. Die Leute fangen jetzt an, hier reinzulatschen. Wir sind mal gespannt. Also ich finde es geil, dabei zu sein. So ein cooles Erlebnis. Wir haben gerade auch schon mal intern nochmal gesprochen. Es ist halt einfach nur krass, dass du nach 3 Jahren einfach hier so auf dem Messestand bist, ne? Und selber da irgendwie am Start bist, zu der Crew dazugehörst. Ja, ist einfach eine geile Sache und es ist super cool, irgendwie Teil davon zu sein. Von daher, ich werde euch jetzt weiterhin mitnehmen. Wir werden mal gucken, was wir so aufnehmen können. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Ja, genau, das meine ich dann. So Leute, ihr seht, jetzt ist schon wieder Ende tatsächlich. Sonntag, jetzt heißt es wieder abbauen. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Das war mal so ein bisschen anderer Einblick mal hinter den Kulissen. Und ja, es wird genug Videos geben, auch von anderen YouTubern. Besonders habe ich gesehen The Cave Life, Independent Shoppers und Rock the Bike. Die werden auch noch mal viel, viel mehr von der Messe zeigen. Und ja, zieht euch rein und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Ciao.